Oder Shark Craig oder sowas. Ja, das ist so lustig. Ich kann mich da die ganze Zeit drüber Ich hab da pissen. noch was Neues gefunden. Neue Fähigkeit bekommen. Ja, ich auch. Ich muss kurz, ganz kurz gucken. Bei Frostnova. Reduziert die Krähenfüß. Abklingzeit. Ja, finde ich nice. Sag mal hier. Vulkanfluten erwischend. Kugel geht gut ab. So, ich zeige jetzt noch mal ein bisschen was für Let's Play, weil ich renne eh nachher wieder mit dem Schnellfeuer rum, weil ich dafür nachher wieder die krasseren Runden habe wahrscheinlich. Ich will aber jetzt noch ein bisschen was für Let's Play zeigen, also gib dir jetzt Chakra mehr. Yeah! Wie cool findest du, fühlst du dich jetzt damit? Offener Skala von 1 bis 10, 37 kritisch, Arschloch. Oh yeah! Ja, das ist schon mehr als 37. Das merke ich schon. Oh, ey. Ninja. Juri-Action! Ich brauche mehr Zeit. Du schwere Ninja. Du bist ein scheiß Jedi, also gib dich jetzt mal. Oh ja, yeah, ich wäre wirklich gerne ein Jedi. Moment, ich muss das nochmal ändern, da, das geht gar nicht klar. Das Schöne ist, ich habe jetzt nicht so ein Riesen-Chakram, weißt du? Doch, Chakram. Ein so ein Riesen-Chakram, jetzt habe ich zwei kleine. Chakra Esoterik Hotel. Sowieso. Oh, diese Huren Haie da, ich die einfach direkt mal rauskommen. Oh geil. Warte mal, hier ist was Gelbes. Schau, das ist für dich sogar. Ne, Kopfmensch, oh lol. Oh, mit diesem Mönche. Ah ja, hier Diablo ist auch rausgekommen für PS3 und Xbox 360. Ja. Ich habe gehört, das soll gar nicht so schlecht sein von der Steuerung her. Das soll mit der Steuerung, wenn du dich ein bisschen dran gewöhnt hast, halt extrem gut sein. Und das soll endlich im Multiplayer, also mit bis zu 4 Leuten, halt eben mit Controllern, soll halt eben auch sehr gut gelöst worden sein. Auch wegen der Kameraführung und so. Wenn du dich ein klein bisschen dran gewöhnt hast, soll das echt gut gemacht worden sein, ne? Ja, aber für mich ist das, ist und bleibt das von Ja. eh und je halt ein PC-Spiel. Ja. Das ist auch eigentlich bei mir genauso wie mit GTA. Für Ja. mich ist GTA auch ein Konsolenspiel. Absolut. Obwohl es von Anfang an halt PC war, von den ersten Teilen her. Aber ich habe die ersten zwei Teile habe ich nie wirklich gezockt, so ab und zu mal. Aber dann so richtig eingestiegen bin ich erst ab dritten Teil. Und das war halt auf PS2. Ja, Und daher ist für mich GTA ein Konsolenspiel. das war GTA 3, dann Vice City und dann, ich meine, dann kam schon San Andreas, gell? Ja, Ja. obwohl ich sagen muss, dass Vice City mir Am allermeisten gebockt hat. ich liebe ja diese Zeit, in der er spielt. Ja. Und das ist ja auch so von Scarface so ein bisschen Hier abgeguckt. kamen wir her. Ja, das ist ja so von Scarface ein bisschen abgeguckt. Auch die Zeit Miami und diese Drogenkrieg und hin und her. Und das fand ich halt ultra geil daran. Ich glaube, Und ich die hoffe, dass müssen. davon jetzt kommt ja GTA 5, ist ja so. Wie San Andreas und ich hoffe, dass sie irgendwann auch noch mal so was bringen wie Vice City. Ja, das wäre extrem geil. Ja. Weil Vice City ist echt cool gewesen. Ich muss mal gucken, wie das mit der Grafik ist bei Vice City Stories. Ach so, ja, ne, das war nicht bei Cities, das war Liberty City Stories. Ja, das gab es auch für Vice City Stories und. Ja? Ja, und Genau. Chinatown irgendwas Gedöns. Ja, cool. Servus. Assalamualaikum. Oh, ey. Möchte gern Ninja. Ich liebe die Chakras. Die sind zwar nicht so arschpräzise wie mein MG-Feuer, aber das macht trotzdem alles nieder. This is war, this is is. Also, ich finde ja eh. Ich sag's mal so, für Diablo 2, Liebhaber und hast nicht gesehen und Fanboys und so, war ja Diablo 3 ja eher schon so ein Schuss in den Ofen, ne? Ja, muss man schon sagen. Also die ersten zwei Teile von Diablo, ich weiß noch den ersten damals. Das war so krass, ey. Da kommst du so hin und da warst du froh. Wo bist du? Manchmal war dieser Butcher, ich weiß nicht mehr genau, Ich brauche mehr Zeit. war der nicht Wie kann ich da. sein? Und wenn er nicht da war, da hat immer die Leiche ganz am Anfang vor dem Haus nicht gelegen, vor dieser Kathedrale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, früher, als ich noch klein war, da war das für mich immer. Da habe ich immer so, ach geil, ist nicht da, weißt du? Da muss ich nicht gegen Ja. die kämpfen. Beruhigt euch. Ich hole euch aus diesen Käfigen. Oh,
Danke. Jetzt steht ihr da einfach rum, gell? Ich kann nicht glauben. Ich muss fliehen. Ja, hau ab. Ja, dann mal Gas. Ja, ne? Und also, ich muss dir sagen, Diablo 3, hier ist ein Keller. Keller in Alcanus, in meinem Anus. Servus. Ich finde, Diablo 3 ist ja doch ein gutes, ein richtig gutes Hack-and-Slay-Game. Also. Das ist okay, aber ich finde, das ist, ich weiß nicht, da hatten mir die ersten beiden Teile aber besser gefallen. Da muss ich sagen, ich habe Diablo 2 auch nur gezockt und das auch gar nicht so lang, ne? Deswegen, ich finde Diablo 3 eigentlich an sich führend für das Game, was das ist. Das ist echt nicht schlecht. Mir hat den zweiten Teil, den habe ich nicht ganz gespielt, den habe ich nur angezockt. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Weil, ich habe damals halt den ersten gespielt und halt den zweiten halt angezockt. Ja. Aber damals fand ich den ersten schon richtig geil. Der hat richtig gebockt. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, als der erste rauskam. Ich habe auch keine Ahnung, Alter. 8, vielleicht 10. Da waren wir noch Junggemüse, ey. Ja, da waren wir noch anständig. Nee, aber gerade so nur. Ich war schon immer ein Satansbraten. Du sowieso. Nee, ist gar nicht wahr. Ich war immer derjenige, der immer gesagt hat, nee, da können wir nicht machen, das ist zu krass. Du warst eigentlich auch immer einer von den Vernünftigen. Das war aber mal. Jetzt bist du einfach nur gestörten, ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja, wir schwelgen hier in Erinnerung. Ja, ist verfeindet, ne? Notendorfbewohner, ey, Alter, ohne Scheiß. Ja, hier ist auch eine Stadt, da kann ich irgendwo verstehen. Ja, aber gerade so. Oh, komm, ein Barrikad, jetzt nicht mehr. Ein Barrikad. Oh, Jochens! Was willst du denn? Boah, lol. Ehe deine krasse Genki-Dama da reinhaut, hau ich deinem Ralle mal ultimativ weg. Genki-Dama, du bist so eine Genki-Dama. Ey, komm, das ist ultimativ die Genki-Dama, ja. Ey, die ist viel zu klein für Genki-Dama. Das ist ja auch die kleine Genki-Dama, die Son Goku nur sammeln konnte, als er erstmal gegen Vegeta gekämpft hat. Und ja, ich bin ultra der Dragon Ball Z-Hype-Fanboy etc. Ich hab mir die Folgen so zigtausendmal angeschaut. Gay-Boy, ja. Ne, ich hab einen Game-Boy, aber ich bin kein Gay-Boy. Nein, kannst du meinen Mann fragen. Was hältst du von deinem Game-Boy? Von meinem Gameboy? Ja. Ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab damit seit Gameboy Advance oder so, das war nämlich der letzte, den ich gezockt habe. Und das ist ja schon ultimativ lange her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte gar nichts mehr von den Dingern. Ich muss sagen, Nintendo ist bei mir gestorben. Ja? Ja. Ich glaube, wir müssen. Schade, weil die hatten immer früher die besten Spiele. Mir gefällt das einfach nicht. Mir gefallen die Konsolen nicht. Ah. Boah, korrekt. Endlich. Gott sei Dank. Okay, dann haben wir den mal auf dem Maul, ne? Jetzt gibt Beef. Na komm, komm her, Prinzessin. Keine Illusionen, hinter denen ihr euch dieses Mal verstecken könnt? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mutig genug sein würdet, um mir in Person gegenüberzutreten. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Das sehen wir dann, Fräulein. Komm, trau dich, Alter, trau dich. Boah, du feiges Arsch. Der haut die hier ab. Was die Mut. Müssen wir erstmal die Ads umhauen. Kein Thema. Jetzt ist die Alte wieder da. Shuri-Action. Komm her, Alter. Ich warte immer. Ich hab den gefreezed, geil. Ja, fett. Ich hab mal gut weggeslappt. Noch nicht bereit. Fräulein, hier hin. Friss meine Schuris. Kommst du her, Alter?
Gibt diese Wegrennerei. Oh yeah. Mein Freund. So, was haben wir denn hier gecasht? Neues Wissen, einmal ruhig bitte. Als ich dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die großen Übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Oh. Nice. Herr Hubi? Ja? Da. Ich hab dir auch weiter hingeschmissen. Oh, schön. Oh, die sind cool, ja. Oh, die kann ich nicht gebrauchen, die sind schlechter als meine gelben Schulter. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Judi, 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 Judi. Mach mal kurz, ich guck mal noch gerade, was ich hier noch hab. Ich hätte noch nur zweihändige Armbrust. Ja, da musst du aber richtig, richtig, richtig reinhauen. Die muss mehr als 25 Damage machen. Nee, hat's aber nicht. Ja, weil sonst bringt die mir nämlich nichts. Weil ich hab schon zwei Armbrüste, die teilweise 26 und 28 Damage machen. Und. Ja, passt. Findest du wie? Ich hätte noch einen Bogen. Ich hätte gern so einen Ultra-Bogen mal wieder gerne. Dann mach ich einen Ultimativ auf Legolas. Aber ein cool. Oh, ne. Ja. Ja. Wo sind wir denn hier? Wir müssen hier wieder raus und dann gehen wir zurück nach Caldeo. Na ja, in der City und dann haben wir da erstmal ordentlich. Ja, gib ihm. Servus. Kehrt ins. Ah, ja, ja, okay. Oder so. Ja, meinst du, ich laufe jetzt dahin, oder was? Was ist denn jetzt? In den letzten Augenblicken ihres erbärmlichen Lebens schwor Magda, dass der Dämonenfürst Belial bald diese Welt unterjochen würde. Da wird er aber erst an mir vorbei müssen. Da muss er erst an mir vorbei, hat er recht. Ja, der Eichelprinz. Okay, sind wir jetzt vorbei. Oh, schade. Der Eichelprinz von Schnaffdingen an der Knorke. Hör auf, in das Mikrofon zu atmen wie so ein Bär. Zerker. Immer noch? Ja. Lol. Die ganze Zeit warst du ruhig und auf einmal fängst du an zu schnaufen. Ich bin so aufgeregt gerade. Besser? Ja. Sehr schön. Ganz kurz verticken, verhökern, verschnackeln, zerpratzen und so weiter. Ich hab ein Amestit gefunden. Was einen schönen fucking Edelstein. Nee, ich nehm die 3. Mit Barbecue-Sauce. Wir müssen bald nochmal in KFC fahren. Ja, ich weiß. Hatte damit erst letztens die Diskussion mit dem André, dass wir da wieder so Zeug gesehen haben online mit. Brr. Genau. Genau wie hier Dings, ne? Wie heißt das? Bei Wendy's. Oh, hör mir auf. Der Baconator. Ja. Das ist wohl das Krankeste überhaupt. Da ist so viel Bacon drauf, dass es schon ekelhaft ist. Wirklich. Da ist das geil, da muss ein Kilo Bacon drauf. Oh, Bane. Doch, sicher. Ich mag das ja gar nicht, wenn das so viel. Oh, weißt du, was ich auch schon lange mehr war? Was? Bei Subway. Da war ich und André erst letztens eine Runde. Keiner bezahlt, keiner sagt mir bald, gell? Jein. Gut, ich hab grad die Schmiede Stufe 4 ausgebildet. Nice. Dingskirchens hier. Nice. Juwelenschmied. Oh, ich kann nochmal. Cool, korrekt. Ich bin schon Stufe 5. Ich hab Erfolg freigeschaltet. Ich mag Glitzer. Cool. Ich hab hier noch einen Brustschutz für dich, der ist ultimativ gut. Ja, dann her damit. Wird gegeiert. Ich hab einen. Ja. Dankeschön. Der ist nice, ne? Weil ich habe jetzt gerade noch einen Dämonenumhang gefunden. Boah, ich guck auch mal, was ich hier noch eventuell für dich hab. Ich hab leider nichts mehr. Ich hab noch. Stufe 27, Stufe 21. Könnte ich dir was geben?
25 kritische. Stärke, Geschicklichkeit, Int. Ah, ne, das ist eher nichts für dich, oder? Stärke, Geschicklichkeit, Int. Kommt doch an, wie viel Geschicklichkeit drauf ist. 31. Ist das, was ist denn das? Ein Bogen oder ein... Ja, Hände. 31 Geschicklichkeit. Für Stufe, mit wie viel Rüssi? Mit wie viel? Rüssi 65, Vitalität 28, Stärke 35, Geschicklichkeit 31, Int 43, Heilkugeln und Tränke gewähren 105 Leben erhöht, den Radius mit Gold, bla bla.